Die Idee eines portablen Grills, den man in den Park oder zum Strand für ein Picknick mitnehmen kann, ist fantastisch. Aber ich kenne auf dem Markt kein wirklich gut durchdachtes Modell. Aber nur bis jetzt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich am Strand gegrillt habe. Mit einem dieser kleinen Blechgrills, den man im Supermarkt kauft. Bis jetzt gab es keinen einzigen Grill, der die Eigenschaften hat, die man sich von einem Grill-to-go wünscht. Also haben wir uns gedacht, warum machen wir nicht auch eine Mini-Version, die einfach zu transportieren und äußerst kompakt ist. Der Cube war geboren. Dieser kleine Kerl sieht echt cool aus. Wenn man diese Clips löst, hat man dieses Bambus-Servierbrett. Und hier drin kann man Pappteller, Besteck, Koch- und Grillzubehör verstauen. Oder sie legen ihr Grillgut mit einer Packung Eis rein. Der Grillrost ist hochwertig und nicht zu vergleichen mit denen der Wegwerfgrills. Hier drin hat man diesen Rost, auf den man die Kohle legt. Der Abstand ist optimal für eine gute Hitze. Er ist doppelwandig konstruiert, wodurch die Hitze optimal isoliert wird. Die Distanz zwischen hier und hier ist ausreichend, damit die Wärme abgeleitet wird und man ihn gut hochheben kann. Und wenn man darunter schaut, schützt dieser Hitzedeflektor die Oberflächen, auf die man den Cube stellt, vor der direkten Hitze unter dem Cube selbst. Man stellt ihn einfach auf den Tisch und grillt. Er ist sehr kompakt und sehr stylisch. Ich glaube, dass ihn die Leute einfach haben wollen. Er ist sehr, sehr einfach und sieht sehr, sehr cool aus. Aber kann auch sehr, sehr heiß werden.